Herzlich willkommen zur Pressekonferenz im Anschluss heute an die Partie gegen Dynamo Dresden. Ich darf ganz herzlich den Gästetrainer Markus Anfang begrüßen und natürlich auch unseren Coach Mitch Kniat. Ja, Endergebnis 2:3, Zuschauer 1963. Und jetzt fragen wir mal die beiden Trainer, wie sie die Partie gesehen haben. Und da hat der Gästetrainer natürlich das erste Wort. Markus Anfang, bitte ein paar Worte zum Spiel. Ja, hallo zusammen. Ja, ich glaube, es war ein sehr, sehr intensives Spiel. Wir sind nicht so gut reingekommen die ersten 5 bis 10 Minuten. Dann kriegen wir auch direkt mit der ersten Aktion das Gegentor. Hätten es wahrscheinlich wesentlich besser verteidigen können. Dann waren wir aber richtig gut in der Partie und haben auch meiner Meinung nach in der ersten Halbzeit das Spiel auch bestimmt. Pferd ist nicht so wirklich in ihr Spiel reingekommen. Wir haben die Zweikämpfe für uns entschieden und haben nach vorne immer wieder gute Aktionen gehabt, aber sind dann häufig über die rechte Seite, über Chris Conte durchgekommen, haben aber den Abnehmer in der Mitte nicht gefunden, machen dann den Ausgleichstreffer und machen dann das 2:1 und dann hast du auch das Gefühl gehabt, so jetzt sind wir richtig gut in der Partie. Und es war klar, dass dann in der zweiten Halbzeit sich ein bisschen was ändert. Pferd hat dann ein bisschen kräftigere Spieler im vorderen Bereich drin gehabt, die dann auch den Kopfball vielleicht dann auch mal verlängern können oder die Kopfbälle dann auch mal bekommen können. Und dann war klar, dass das Spiel dann irgendwann mal kippen kann, wenn viele Zweikämpfe dann für Pferd ausgehen. Insgesamt, finde ich, haben wir es trotzdem ganz ordentlich gemacht. Beim Ausgleichstreffer müssen wir am Mann verteidigen. Es wird immer wieder sein, dass sie sich mal durchsetzen im Mittelfeld, aber im eigenen 16er musst du am Mann verteidigen. Und grundsätzlich war es in der zweiten Halbzeit ein Spiel mit sehr vielen Standardsituationen. Ich weiß nicht, wie viele Einwürfe Ferl heute in den 16er reingeschmissen hat, aber es waren einige. Aus allen Situationen sind Strafraumszenen entstanden, die musst du dann auch erstmal verteidigen. Ich finde, das haben die Jungs doch ganz ordentlich gemacht und freut mich natürlich hinten raus, dass wir dann immer wieder nach vorne Aktionen hatten und dass dann Jakob am zweiten Pfosten das Ding wegmacht. Freut uns riesig. Wir hatten in der Hinrunde viele Spiele, die andersrum gelaufen sind. Heute haben wir dann das 3:2 gemacht. Aufgrund der ersten Halbzeit könnte man sagen, das ist total in Ordnung. Da hätten wir, wenn wir den Gegentreffer nicht bekommen haben, hätten wir sicherlich auch das eine oder andere Tor mehr machen können. In der zweiten Halbzeit dann in so einer Situation, muss man sagen, wenn du dann kurz vor Schluss so ein Tor machst, dann kannst du auch nicht sagen, dass es immer dann hochverdient ist. Aber insgesamt nehmen wir den Sieg natürlich gerne mit, haben einen ganz großen Wermutstropfen. Paul Wild hat sich wohl anscheinend sehr, sehr schwer verletzt und das trübt die Stimmung in der gesamten Mannschaft gerade. Da ist nicht wirklich viel Freude, auch wenn da ein bisschen Musik läuft, aber das tut uns enorm weh. Ferl, alles Gute für die Saison. Ich glaube, es ist sehr schwer, hier Punkte zu holen und ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank, Markus Anfang, für die Worte zur Partie. Mitch, wie schätzt du das Spiel ein? Ja, ich muss sagen, mit den ersten 15 Minuten war ich sehr zufrieden, sind super in die Partie gekommen, haben das Spiel in meinen Augen klar dominiert, haben unseren Fußball durchgebracht bis zur 15. oder 20. Minute. Dann ist Dynamo auf jeden Fall reingekommen, immer wieder durch tiefe Laufwege über die rechte Seite. War auf jeden Fall schwer zu verteidigen, haben wir es aber relativ gut gemacht. Dann bis zur Halbzeit, ja, musste man auf jeden Fall ein bisschen bangen, weil wenn, glaube ich, das 3:1 fällt, sieht es ein bisschen anders aus. Und ja, mit der zweiten Halbzeit, wie gesagt, wir haben dann dreimal gewechselt. Wir wollten ein bisschen mehr unser Anlaufverhalten verbessern. Das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Die ganze zweite Halbzeit bin ich sehr mit zufrieden. Haben vorne immer wieder guten Zugriff bekommen. Hatten, glaube ich, keinen sauberen Spielaufbau mehr gegen uns. Das heißt, die langen Bälle haben wir dann auch gut wegverteidigt. Haben dann das 2:2 gemacht, was in meinen Augen folgerichtig war, weil es zwei ja, eher verschiedene Halbzeiten gewesen sind. Ja, und wenn du dann in der letzten Minute dann das Gegentor bekommst oder in der vorletzten Minute, ist es natürlich bitter. Ich muss sagen, es fand die Partie gar nicht irgendwie so hochgradig aggressiv, dass man irgendwie 8 oder 9 gelbe Karten zeigen musste. Das ist in meinen Augen komplett am Thema vorbei. War in Oldenburg genauso, ich weiß nicht, 9 gelbe Karten und dann für Foulspiele, die in meinen Augen dann eher eine gelbe Karte sind, ist dann keine gelbe Karte. Jedes Zupfen war sofort gelb. Also da habe ich auf jeden Fall eine andere Auffassung vom Fußball. Und trotzdem macht das unsere Leistung nicht besser in der ersten Halbzeit. Da waren wir, wie ich eben schon gesagt habe, ja, eher mutlos. Und trotzdem kann ich der Truppe keinen Vorwurf machen. Bis zur letzten Minute geackert, Gas gegeben, sind immer wieder in die Räume gekommen, die wir spielen wollten. Die 8 Räume wieder aufgemacht. Tiefe Laufwege gehabt und ja, Quäntchen Glück war eher auf der anderen Seite. Ich glaube, ein Punkt war auf jeden Fall mindestens verdient gewesen. So gehen wir hier als Verlierer vom Platz. Müssen uns schütteln und dann nächste Woche in 60 müssen wir wieder an die Leistung von der zweiten Halbzeit anknüpfen. Ich glaube, dann bin ich guter Dinge, dass wir auch da
wieder was Zählbares mitnehmen können. Ich wünsche euch alles Gute und ein schönes Wochenende. Danke, Mitch. Guy